Dies ist das Coolbook Kettenschloss Oslo, unser langes Kettenschloss für den Alltag. Größter Vorteil vom Schloss Oslo ist die Alltagstauglichkeit, die sich aus drei Aspekten ergibt. Erstens die sehr komfortable Länge von 115 cm. Dies ist sehr lang für ein Kettenschloss und damit sehr flexibel einsetzbar. Ganz gleich, ob man Rahmen, Hinterrad und Fahrradständer oder auch an einer Laterne alles zusammenschließen möchte, mit dem Oslo ist es kein Problem. Zweitens der Zahlencode. Der Zahlencode macht das An- und Abschließen sehr einfach. Gerade wenn es schnell und unkompliziert gehen muss, kann das Oslo auftrumpfen. Die Zahlenkombinationen mit 5 Ziffern bieten ein ausreichendes Maß an Sicherheit, sodass das Erraten der Zahlenkombination für Diebe praktisch unmöglich ist. Drittens, das sehr angenehme Gewicht von 860 Gramm. Dies bedeutet, dass das Kettenschloss sehr leicht zu handhaben ist beim An- und Abschließen, aber auch sehr gut mitzunehmen ist, zum Beispiel direkt am Fahrrad oder auch in der Tasche zu verstauen ist. Ja, hier sehen wir also das 115 cm lange Kettenschloss am Fahrrad. Wie gesagt, volle Flexibilität mit den 115 cm. Sicherheit wird gewährleistet durch die 6 mm starke Kette, die hier vom Mantel umschlungen ist. Die 115 cm Schloss ermöglichen es eben, Hinterrad mit Rahmen und Fahrradständer ohne Probleme zu verschließen. Auch Zubehörteile können einfach verschlossen werden. Besonders schön ist auch der Textilmantel hier, der die Kette schützt. Und nicht nur die Kette, sondern natürlich auch den Lack am Rahmen. Ja, natürlich lässt sich auch der Zahlencode kinderleicht einstellen. Dazu einmal das Zahlenrad um 90 Grad drehen, den beliebigen Code einstellen und das Zahlenrad wieder zurückdrehen in die Ausgangsposition. Dann haben wir den neuen Code schon eingestellt. Das komfortable Gewicht von 860 Gramm macht es auch möglich, dass wir das Schloss einfach an der Sattelstütze zum Beispiel mit rumwickeln können und mit transportieren können. Und ab geht die Fahrt. Damit ist das Kettenschloss Oslo der ideale Begleiter für den Alltag. Insbesondere, wenn häufig an- und abgeschlossen wird oder wenn es auch mal schnell gehen soll. Perfekt für diejenigen auch, die aus dem Abschließen keine Wissenschaft machen wollen und trotzdem einen robusten Schutz für ihr Fahrrad möchten. Für wen eignet sich das Schloss nicht? Auf jeden Fall für Menschen, die Probleme haben, sich Zahlen zu merken oder lieber gleich einen Schlüssel verwenden wollen. Für teure E-Bikes, die auch in Großstädten verwendet werden oder draußen stehen müssen, ist das Schloss nicht unbedingt geeignet. Hier würden wir eher unsere massiveren Kettenschlösser vom Typ Helsinki oder Vladivostok empfehlen, die aber natürlich ein Vielfaches an Gewicht mit sich bringen. Damit ist auch klar, wer ein einfaches und flexibles Abschließen sucht, mit einer robusten Sicherheit, für den ist das Coolbook Kettenschloss Oslo genau das richtige Schloss.